Videokonferenz mit iServe, wie funktioniert das eigentlich? Nehmen wir mal das Beispiel, mein Lehrer hat mich eingeladen, an einer Konferenz teilzunehmen und ich habe hier eine E-Mail mit diesem Link bekommen. Ja, das Einfachste ist erstmal, wenn ich in iServe die E-Mail geöffnet habe, dass ich einfach auf diesen Link klicke und dann werde ich direkt in den Konferenzraum geleitet. Dazu muss ich entscheiden, ob ich nur zuhören möchte oder eventuell auch etwas selbst sagen möchte, also mit Mikrofon beitreten möchte. Ich klicke jetzt mal auf mit Mikrofon und dann muss ich das auch erlauben, dass der Computer bzw. der Browser Zugriff auf das Mikrofon hat. Er verbindet mich mit einem Echo-Test. Das dauert einen kleinen Moment und dann muss ich gleich etwas sagen und gucken, ob ich mich oder hören, ob ich mich selbst höre. Ja, warten wir. Ah, ich Ich höre höre. dich. Ich bestätige das mit Ja und schon bin ich in diesem Raum hier. Ich sehe in dem Raum meinen Lehrer. Das ist jetzt hier der, der mich eingeladen hat. Und eine Präsentation, die für mich bereitgestellt wurde. Hier unten sehe ich, dass mein Mikrofon gerade auch angeschaltet ist. Ich stelle das jetzt aber mal selber stumm, damit nicht alle durcheinander quatschen, auch wenn wir gar nicht so viele in dem Raum sind, zumindest im Moment. Ja, diese Präsentation, die kann ich mir anschauen und der Lehrer kann die auch weiterschalten. Ich blättere jetzt mal zur nächsten Seite als Lehrer. Da habe ich dann Raum für Notizen beispielsweise. So, was gibt es jetzt hier alles für Dinge, die ich im Konferenzraum machen kann? Es gibt einen öffentlichen Chat. Alle Teilnehmer können hier miteinander sprechen. So, das, was ich hier tippe, sehen alle anderen auch. Wenn ich das Chatfenster schließe, gibt es auch geteilte Notizen. In diesen geteilten Notizen können alle gemeinsam an einem Dokument schreiben. Und hier hat man dann die Möglichkeit, auch noch weitere Gestaltungsmaßnahmen am Text wie Hervorhebungen, also fett, kursiv, unterstrichen oder sowas vorzunehmen. Für sowas würde ich eigentlich ein Kodi-MD, Hack-MD vorziehen, aber das geht hier direkt im Chat und ist eine feine Sache, dass das geht. So, die geteilten Notizen machen wir auch mal wieder zu. Wichtig, wenn ich etwas sagen möchte, dann muss ich das auch in irgendeiner Form bekannt geben und dafür kann ich hier auf meinen Benutzer klicken und Status setzen. Bei Status setzen gibt es dann die Möglichkeit, die Hand zu heben und dann sehe ich hier auch eine kleine Hand und das sieht auch derjenige, der mich eingeladen hat, also in dem Beispiel mein Lehrer. Der kann mich dann dran nehmen und das Mikrofon wieder freischalten. Wenn meine Frage schon beantwortet ist und ich die Hand zurücknehmen möchte, dann sage ich hier Status zurücksetzen und dann verschwindet das wieder. Es gibt bei dem Status setzen auch noch verschiedene andere Sachen, die mehr oder minder sinnvoll sind aus meiner Sicht. Also man kann sagen, ich bin gerade verwirrt, traurig, glücklich. Sinnvoll halte ich noch Daumen hoch und Daumen runter, wenn eine Abfrage kommt, wie hat euch das gerade gefallen, beispielsweise, kann man da mal eben schnell was abfragen. Man muss aber dabei beachten, ich applaudiere jetzt mal, dass diese Symbole hier doch recht klein sind und der Moderator, der eingeladen hat, da schon sehr genau darauf achten muss, was hier alles an Symbolen steht. Also wenn dauernd der Status geändert wird, dann ist das vielleicht auch nicht so hilfreich. Ich setze den deshalb erstmal wieder zurück. So, dann gibt es hier noch ein paar Punkte. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich logge mich aus, also ich verlasse den Chat. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ja. Was sollen jetzt diese ganzen Notizen hier, wo es nichts zu geben, zu sehen gibt? Da kann der Lehrer am Bildschirm sagen, so, jetzt wollen wir mal gemeinsam daran arbeiten und muss das freischalten. Das hat er jetzt gerade getan. Und dann habe ich zum Beispiel verschiedene Werkzeuge wie einen Stift oder ich kann auch Text schreiben. Also das muss ich für den Text aufziehen hier. Und dann kann ich auch hier Text reinschreiben in der Farbe, die gewählt ist. Ich kann statt Text, wie gesagt, auch freizeichnen mit dem Stift. Dazu wähle ich eine Größe und vielleicht mal eine andere Farbe. Ja, weiß ich selber nicht, was das gerade sein soll. Deshalb lösche ich das auch wieder und versuche es nochmal mit etwas anderem. So. Also hier können verschiedene Sachen gleichzeitig bearbeitet werden. Man kann auf einer interaktiven Tafel Sachen präsentieren. Ja, und wenn ich tatsächlich etwas den anderen zeigen möchte, kann ich auch meine Kamera einschalten. Ich klicke jetzt einmal auf die Kamera, muss das wieder erlauben
und dann wird nach der Webcam gesucht. Das muss ich in meinem Fall noch einmal erlauben. Und ihr seht mich, wenn ich das nicht möchte, dann kann ich von vornherein hier sowas nehmen, ein Post-it und einfach über die Kamera das drüber kleben. Dann kann mir das nicht aus Versehen geschehen. Ja, die Freigabe startet jetzt hier oben, sodass auch alle anderen mich sehen können. Aber da ich das zugeklebt habe, sehen Sie jetzt nur das Post-it. Also, naja. Gut, ich mache die Kamera wieder aus. Das mit dem Post-it ist ja Quatsch. Und der Lehrer schaltet jetzt den gemeinsamen Kommunikationsmodus aus. Da gehe ich nochmal zum Beamer rüber. Dann verschwinden auch die Werkzeuge. Und wenn das mit dem Chat vorbei ist, dann verabschiedet man sich und verlässt durch Ausloggen den Raum. Ja, ich habe die Konferenz verlassen. Das wird mir angezeigt. Und dann sehe ich meine kürzlich besuchten Räume. Also nachdem ich den Link angeklickt habe, kann ich das nächste Mal bei Modulen in iSurfy unten auf Videokonferenzen gehen und muss einfach auf den Testraum klicken. Ich muss nicht wieder in der Mail den Link suchen, sondern ich habe hier alle kürzlich besuchten Räume und finde die dort recht schnell wieder. Ich finde das ein tolles Modul, auch wenn es im Moment nur in der Beta-Phase ist. Soweit ich das sehe, ist das Big Blue Button, was iSurf benutzt hat. Und ich muss sagen, das haben die richtig toll gemacht. Man sieht hier bei aktuell 60 Konferenzen eine Auslastung von 2%. Also das System hat Luft nach oben. Und ich bin gespannt, wie das bei uns demnächst funktionieren wird. Ja, vielleicht hat es euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch was genutzt. Und vielleicht bis bald.